Attacken, der wird executen können. Oder er portet neben mir und stirbt. Auch eine Option. Who is that Pokémon? No way for you! Okay, wir sind wieder bei einem Game im Plus und ihr wisst, was das bedeutet fürs nächste. Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, was die letzten zwei Games passiert ist, als wir ein Game im Plus waren, okay? Wie wir verloren haben, ne? Also nochmal für euch zu Hause. Also, wir haben jetzt ein Game. Dieses Game haben wir verloren, als wir im Plus waren. Da haben wir gegen einen Ezreal-Scripter gespielt, der mich im Alt-Chat beleidigt hat und gesagt hat, dass er mich öfter sniped oder öfter in meinen Games ist und das gefällt ihm klasse. Das ist jetzt sein nächster scriptender Smurf-Account, auf dem er sich hoch spielt. Hat komplett 1v9 gemacht. Und in dem Game hatten wir einen Jinx, der Level 3 also reingelaufen ist in der Mitte und danach mit mir Duo-Laned hat, damit ich nicht mehr spielen kann. Also, allround, a really nice gaming experience hier, so far. Jetzt checken wir mal, was passiert, wenn ich die Q nicht verstecke, Leute. Was passiert, wenn ich die Q nicht verstecke? Kommen sie dann wieder aus ihren Löchern? Moment, Field Riot Games, die Axiom Arc für Jace. Ich glaube, das ist... Also, das dauert noch ein bisschen, bis diese Datenbank voll aufgebaut ist. Weil das ist ja jetzt ein neuer Patch mit neuen Items und am Anfang hatte die einfach random Sachen. Weil wie das funktioniert ist ja, sie gucken einfach, was am öftesten gespielt wird, glaube ich. Und vielleicht spielt die Winrage schon so noch mit rein, aber sie gucken halt einfach, was am meisten gespielt wird. Die Ash von gestern? Ja, auf dem neuen Account, genau. Die mich gestern schon, die gestern schon in unserem Game war und gescriptet hat und geflammt hat. Die genau derselbe nochmal, ja. Wir werden leider, also dieser Scripter, der hat uns ein bisschen auf dem Kicker her, habe ich das Gefühl. Wie stehst du MMR-technisch da? Ich glaube, die ist sehr RIP, meine MMR, weil ich diese krassen Losing-Streaks jetzt zweimal hatte, leider. Heute ist wieder ein neutraler Tag, was jetzt nicht verkehrt ist, aber was natürlich nicht so viel bringt, ne, langfristig, wenn wir climben wollen. Ich hoffe, die Discord-Reports helfen was. Ne, das Problem ist bei dem, also ich habe den reported, aber das Problem ist, dass der jeden Tag auf einem neuen Account cheatet. Oder vielleicht sind das mehrere verschiedene Personen. Weil gestern hat er auf einem anderen Account, also das sind die zwei Accounts, auf denen er cheatet, oder? Kann ich euch zeigen? Das sind die zwei Accounts, auf denen er gerade cheatet, oder auf denen wir jetzt, wir hatten ihn heute und wir hatten ihn gestern auf den Accounts, ja. Das ist, der eine ist hier der, dieser Name und der hat mittlerweile 17 Games. Und der andere Account ist dieser hier. Mit dem hat er schon in über 40 Games gescriptet. Aber ich glaube, der wurde jetzt gebannt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat ja nicht nur die zwei Accounts. Der hat ja irgendwie 15, 20, 30 Accounts. Das ist, glaube ich, immer derselbe oder immer dieselbe Gruppe an Leuten. Weil die auch immer dieselben Champions spielen und denselben Playstyle haben. Wie geht's der Lux, oder? Können wir schauen. Wo ist er denn, die Lux? Ja. Die wurde auch noch nicht gebannt. Die wurde auch noch nicht gebannt. Also, falls ihr den nicht kennt, das ist jemand, der hat seinen Account gekauft. Der steht jetzt praktisch gerade 1:8 mit 11% Winratio. Der hat einen Grandmaster-Account gekauft. Und der hat bis jetzt, seit er den gekauft hat, 2 Games gewonnen. Auf Amumu Jungle hat er 2 Games gewonnen und sonst intet er jedes Game. Die Meta liegt ihm wohl nicht. Ja, die Meta, wisst ihr, die ist an ihm vorbeigezogen, die Meta. Da kannst du nichts machen. Manchmal klappt es halt einfach nicht. Scripter zu reporten bringt leider gar nichts. Ja, das Problem ist, dass diese Accounts, die die benutzen, kosten halt 2 oder 3 Euro, ja. Oder wenn sie tief in die Kasche greifen für handgelevelt, dann kostet die irgendwie 4,99 oder so. Deswegen ist das, du kannst halt nichts machen. Der Kerl, wie gesagt, Obsess hat 15 Accounts von dem reported. Die wurden alle gebannt und am nächsten Tag ist er mit dem nächsten Account oben. Weil das ist ein guter Spieler, wer immer da dahinter steht und dann scriptet er halt noch. Also der hat, ich weiß nicht, der hat bestimmt schon hunderte von Accounts gespielt. Also das, ich glaube, das Scripten hat so viel Aufwind wegen TikTok als Plattform tatsächlich. Weil auf TikTok wird da ganz offen mit Scripts gestreamt und die haben da also nichts, wie soll man das nennen? Die haben da keine Terms of Service, die praktisch schützen. Hast du das neue Video von Henno schon gesehen? Ja, ich habe ihn auch direkt für eine Win-Challenge angefragt, ne? Da bin ich doch so frei. Wie steht ihr da dazu? Findet ihr das? Wie findet ihr das? Also ich finde es verständlich. Wenn du halt einfach, der macht diese Videos, die sind extrem krasser Aufwand. Du brauchst ultra viele Mitarbeiter, du musst Gelder in die Hand nehmen, um diese hohe Qualität an Produktion, die er halt immer gemacht hat, zu gewährleisten. Und wenn du halt einfach Streamer bist und Reaction-Content machst, brauchst du das halt alles nicht. Das ist halt viel entspannter, ne?
Ich meine, ich kann das voll und ganz. Es ist natürlich schade, jemanden wie Hanno gehen zu sehen. Der geht ja nicht, ne? Der macht ja noch weiter und so. Lass uns nochmal ein Ründchen Corki anspielen, ja. Der hat bis jetzt, ich glaube, ich habe noch nicht ein Game mit Corki gewonnen, aber wir waren immer knapp dran. Das ist actually ein bisschen ein stackteres Game. Hier kenne ich wieder fast alle. Das Problem ist natürlich, dass wir gegen Mr. Jizuke spielen hier. Mit dem Oldschool-Challenger-Symbol. Dann schauen wir doch mal her. Das wird im Early Game sehr rau, das Matchup. Wir müssen Damage, den wir nehmen, hier reduzieren. Jizuke ist ein sehr aggressiver Spieler, neigt aber dazu zu tilten, wenn es nicht läuft. Aber der wird hier sehr, sehr aggro sein. Was seht ihr? Einfach so random Jumps, wenn ich nicht mal in der Nähe der Wave bin. Und so Zeug. Das war einer der ganz großen Midlaner mal. Ich weiß gar nicht, ob viele von euch den kennen. Das war legit einer der ganz großen europäischen Midlaner. Und mittlerweile ist das eher so jemand, der, sagen wir mal, ein sehr beflecktes Image hat. So ein bisschen wie ein Forgiven. Stark, Mann. Zu spät die Flashline. Oh, der war fast in Tiltrange gedasht. Na gut von ihm. Schlecht von mir natürlich. Na gut von ihm. Wahrscheinlich ein bisschen greedy kalt zu bauen gegen so einen Champion wie Trist, ne? War wahrscheinlich ein bisschen dumm. Irgendwie Bot gewinnen, wenn es geht. Braucht dringend Hilfe, ja. Die werden mich diven sonst. Sehr schöner Smokescreen von ihm. Das ist aber rough, Mann. Das ist ja so rough. Holy shit, Bro! God damn, boys! Das war Richtung Mitte. Wie läuft's bisher heute? Wir sind genau neutral und die Games sind die absoluten Superschwitzer-Games. Also, das ist wirklich crazy. Das ist, also, jedes Game ist unfassbar schwer. Absolut, absolut unfassbar schwer. Er ist Level 6. Ich bin Level 5. No fight. Er wird wahrscheinlich einfach diven, oder nicht? Udyr sieht völlig broken aus. Das muss man sich echt merken. Auch mal spielen eine Runde Udyr top. Ich will halt einfach den Pöd jetzt Stück für Stück nehmen. Ne? Der wird einfach permanent harassen, permanent aggroen. Ja, da ist Corki halt nicht besonders gut drin, sich dagegen zu wehren. Ist ja sehr schwer tun, uns zu wehren, leider. Also ich muss sagen, ich mag Corki in Solo-Queue nicht. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt auch noch nicht einen erfolgreich schaffen sehen. Ich glaube, das ist mehr so ein Competitive-Pick wieder. Die Games ein bisschen langsamer und strukturierter sind, ist mein Gefühl. Ich glaube, wir brauchen unbedingt Eclipse in dem Matchup, einfach um zu überleben. Ja, Pelios macht mir ein bisschen Sorgen. Der ist jetzt schon gigafit. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit Spinat gegessen während dem Game. Und wie ich aus dem Dokumentationsfilm Popeye kenne, sollte ich jetzt übernatürliche Kräfte haben. Ich will eigentlich wirklich Package nehmen, ja. Der Killrate ist so gut für mich, weil er Blätter noch eingesetzt hat. Nice, Leute. Stark unten, okay. Wir sollten unser Package aufheben, bis wir Dings haben, würde ich sagen. Ja, bis wir den Drake-Fight haben. Wir starten es gerade mit Corki, eine Lane gegen eine Tristana neutral zu spielen, was unfassbar stark ist, Leute. Das ist unfassbar stark. Die Jenna muss antanken. Ja, ist gut. Ja, der antankt. Oh mein Gott, wenn die dicke Rakete trifft, ist er einfach tot. Ja, der will jetzt den Midfield nehmen, wenn da keiner hingeht, leider. Und wir kriegen hier zwei Kills, aber die kriegen nicht mal ein Kill. 9 TP. Und Midfield gone. Ihr müsst dringend weg. Please. Der hat den kompletten Mid-Turret und hat 30 CS Lead.
Ich meine, das funktioniert für ihn, das muss man auch mal erkennen. Schon sehr weit ahead. Wenn ich da das dicke R getroffen hätte, ne, das wäre so gut gewesen. Wir müssen halt irgendwie diese gefiederte Tristana auf der Sideline halten. Scheiße, dieser Korkenbild, der hat Potenzial, Leute. Ich muss den noch ein bisschen lernen zu spielen. Wie soll das ist? Ich bin noch nicht da. Aber der hat Potenzial. Wir sind so stark, Mann. Das ist echt verrückt. Oh, kritischer Hit. Oh, habt ihr die Rakete gesehen? Oh, Hände über den Tisch, Hände über den Tisch. Ach, du Scheiße, Mann. Hat die gescheppert, ey, das Ding. Sieht auch jedes Game so hot aus. Das ist die Reaktion, die ich erzeugen möchte, ja. Der Hotter Champion. Boah, diese große Rakete zwischen die drei und die hat einfach alle getroffen. Oh, der Cinder. Du kannst mir nicht killen, Bro. You shall not defeat me. No, I... Oh. You can also not defeat me. Würdet ihr Liandris gehen, wenn die Gegner nur einen Tank haben? Oder würdet ihr Shojin gehen für den burstlastigeren Bild? Wir wurden isoliert, killt die mich schon, oder? Gemacht von ihr. Wenn ich schneller reagiere, kann ich sie dann auch noch spielen. War gut von ihr gecheesen. Also erst alle resetten, bevor ich mein Package nehme. Dann schauen wir mal. Wie ist Corki mit dem Bild? Ich finde, es wirkt sehr stark. Aber ich habe keinen guten Erfolg mit ihm, möchte ich auch mal erwähnen. Aber es wirkt sehr stark im späteren Verlauf. Wenn du irgendwie das Early überlebst, bist du crazy. Der gegnerische Arnie hat auch drei Items. Ja, der geht schon mit Lane, meine ich. Okay, das war jetzt nicht so super. Ups. Ich habe jetzt zweimal komplett geintet. Zum Glück war ich beim zweiten Mal keinen Shadow mehr wert, ey. Aber das war jetzt nicht so gut. Zum Glück hat er das getroffen. Das war sehr wichtig, sorry. Er hat jetzt 10 aber auch noch gekillt, also das ist echt sehr scary, das Game. Schade, das war sehr bad von mir beides. Ihr wollt natürlich nicht so all-in-lastig spielen. Poke-Corky, ne? Ihr wollt halt viel mehr Poke gehen, wie es im Namen steht. Das Game ist so Smurf und Scripter versorgt, es ist sehr rough gerade, ja. Also, man muss jetzt einfach, finde ich, zu dem Zeitpunkt muss man wirklich hoffen, dass Vanguard einen großen Effekt hat, weil ansonsten ist es sehr, 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 sehr rau. Weil die Game, also so viele Scripter, wie aktuell unterwegs sind, so viele Cheater, so viele Drophacker, also das ist wirklich kein Spaß mehr. Ein bisschen schneller als ich, ne, der Boy. Der wird executen können. Oder er portet neben mir und stirbt. Auch eine Option.
Dings nehmen. So, alle 5 Placements verloren und Iron eingerankt. Jetzt in den Chat, Buis! Der gefallene Iron Bruder. Ah, die Fs in den Chat, bitte. Es tut mir so leid für dich. Sehr stark, Iron schwerer zu bekommen als Challenger, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, das, also tatsächlich ist es gar nicht so einfach, Iron, also einen richtigen Iron-Account zu haben, ist nicht leicht. Schade. Das ist noch nicht mal die Big Boy-Rakete. Das Schild geht genau weg, ne? Ja. Das Schild ist genau weggegangen. Oh no, wait. Wenn die TP hat, haben wir gerade verloren. Das Game. Wir haben verloren. Die können enden, wenn die hat TP, ne? Klar. Wenn die TP hat. Ne, die hat hinter uns TP. Oh mein Gott, sie hat hinter uns TP. Oh mein Gott, wir hätten gerade das Game verloren. Das wäre Game gewesen. Damn. Wow. Ein schlechter Fall des Game jetzt immer. Ich muss echt lernen, dass man bei diesem Bild nicht so viel hitten möchte, finde ich, oder? Ich hitte einfach viel zu. Ich probiere viel zu hitten auf dem Bild. Aber das muss man nicht. Ich bin einfach in einer Range, wo die mich nicht angehen können. Und werf meine Raketen. Warum bist du reingegangen? Alter, der Aphelios. Warum ist er denn nicht für die hier? Oh no, das ist jetzt wirklich Cam, ne? Ist es? Da fiel der Aphelios und die Tristana, ich tot. Und wenn die genug, das ist, glaube ich, Cam. Überall mit den Waves. Die guten nicht. Die lassen uns. Also, ich glaube, die hätten gerade enden können. So können wir jetzt vielleicht sogar den killen. Nice. Das ist sehr, 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 sehr gut für uns. Ist actually, also jetzt in einem Late Game? Wie spiele ich denn die Fights hier? Wir können jetzt Nash bekommen mit dem Aphelios Down. Aber die hätten jetzt schon zweimal. Hätten die schon enden können. Das Game sah so gut aus. Ich bin echt nicht stark. Nicht so stark, wie ich dachte. Ich dachte, ich wäre so stark. Mein Gott, dieser Aphelios, guys. Aber da habe ich gefühlt endlich mal meinen Job gemacht. Ich habe gut, 2 gute Raketen gesetzt und habe mich nicht catchen lassen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diesen Corki-Build richtig gespielt habe. Der ist bestimmt gut, aber ich versuche immer, ich bin ja immer diesen Crit-Corki gewohnt bisher. Und ich finde, man merkt einfach, dass ich viel zu viel versuche, für Outdoor-Tags greedy zu spielen. Anstatt ihn halt wirklich als Poke-Champ zu spielen. Weil der Poke-Damage ist echt solide, muss ich sagen. Der fühlt sich so an, als könnte er ganz gut sein. Oh, Jizuke mit dem Bad Game Smiley. Och, da geht mir das Herz auf, wenn Jizuke mal wieder sauer ist in der Solo-Queue. Ach, Jizuke. Sag moi, warum sind wir denn da sauer? Wir sind wieder 1 im Plus und ihr wisst, was das bedeutet. Setzt euch schon mal eure Hazard-Suits an, bitte. Zieht sie euch schon mal an. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was jetzt passiert.